Hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Habt ihr mal wieder Lust auf ein Kotelett vom Grill? Wir ja. Wir machen heute ein Honig-Sesam-Kotelett und dazu gibt es Bier-Balsamico-Zwiebeln. Viel Spaß beim Video. Kühnes Kochkanal. So, und das sind unsere Zutaten. Hier haben wir Kotelets. Die habe ich extra schön dick schneiden lassen. Wir brauchen gesmoktes Paprikapulver, etwas Öl, Salz. Ja, das sind die Sachen fürs Fleisch. Und für unsere Bier-Balsamico-Zwiebeln brauchen wir rote Zwiebeln. Die schneiden wir in dicke Ringe. Ein dunkles Bier, ca. 200 ml. Und etwas Balsamico. Ja, das war's erstmal. Wir sehen uns gleich wieder. Ja, Freunde, und wie meist bei Kühnes Kochkanal, es fehlt mal wieder was. Es sollen ja Honig-Sesam-Koteletts werden. Die wichtigsten Zutaten haben wir vergessen. Sesam und Honig reiche ich hiermit nach. Ja, unsere Zwiebeln haben wir jetzt in dicke Ringe geschnitten. Ich habe übrigens doch nur drei genommen. Es wäre sonst zu viel geworden. Ja, wir fangen mit den Zwiebeln an. Die brauchen etwas länger. Ich gieße jetzt ungefähr mit 200 ml von dem Schwarzbier auf. So, guck mal, ja, ein bisschen kann noch. So, das sollte reichen. Und dazu kommen, naja, 1, 2, gute 4 bis 5 Esslöffel von dem Balsamico. Sehr gute. Ja, sehr gute. So, die gehen jetzt gleich ab in den Grill. Die brauchen ca. 30 Minuten. Wir sehen uns gleich bei den Koteletts wieder. So, unsere Koteletts habe ich jetzt mit Öl eingepinselt, mit der gesmokten Paprika und mit Salz gewürzt. Jetzt geht's an den Grill. So, unsere Koteletts gehen jetzt auf den Grill. Ich werde sie von jeder Seite ganz scharf angrillen und danach gehen sie in den oberen Bereich zum Garziehen. Ja, und dann melden wir uns wieder. Ja, Freunde, das Fleisch hat jetzt eine Kerntemperatur von 63 Grad. Wir pinseln jetzt die Koteletts alle mit Honig ein. So. Und das letzte auch noch. So, dann geht das mal beiseite. Und dann kommt der Sesam. Ist das der Sesam oder das Sesam? Weiß ich jetzt gar nicht. Ist auch schickigal. Ich würde sagen, der. Aber. So, Decke geht noch mal für circa 2 Minuten zu. Und du kannst noch mal auf unsere Zwiebeln schenken. Ja, ich schwenke noch mal auf die Zwiebeln. Oha, hier wird es heiß. Die sollten auch schon gut sein. Ja, und dann können wir zu Tisch gehen. Okay. Ja, kurzes Fazit, wenn ihr beim nächsten Mal Kotelett macht, probiert mal diese Variante unbedingt aus, ist total lecker. Ja, die Zwiebeln, da die waren ein bisschen lasch, die haben wir noch mit Salz und Pfeffer nachgewürzt. Dazu gab es unser schnelles Fladenbrot vom Grill, habe ich euch ja während des Videos verlinkt, mache ich aber auch noch mal unten in der Infobox. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Netten Kommentar. Abonnieren könnt ihr immer unten rechts. Wir wünschen euch noch einen schönen Sonntag und würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Bis dahin. Tschüss.
Kühnes Kochkanal.